Hallo und einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Sportpark in Freiburg. Ich bin Petra und ich freue mich mit euch auf eine Stunde Leg and Core, also Bein- und Rumpfkraft. Gut, was brauchst du dafür? Eine Matte, immer etwas zu trinken, schadet nie, und ein Handtuch. Und dann lass uns doch direkt loslegen. Der Olli macht uns noch die Musik an. Die darf vielleicht noch ein kleines bisschen lauter. Ah ja, er ist noch, kommt alles. Bin schon wieder viel zu ungeduldig. So, lass uns mal marschieren. Und einatmen. Zwei mehr. Letzte Mal. Öffne schon mal dabei deine Beine. Und komm hier, Schulter, Ferse, anheben. Wechsel die Seite. Ja. So, beide. Diesmal ziehst du die Ellbogen schon schön nach außen. Und dann kommt der lange Arm einzeln. Schieb dich dabei schon mal so ein bisschen seitlich weg. Große Armkreise. Nimm deinen Kopf mit. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2. Bleib hier stehen. Mach dich rund. Öffne dich. Rund. Auf. Jawohl. Füße sind fest im Boden. Bauch leicht angespannt. Etwas schneller. Vor. Auf. Vor. Auf. Jawohl. Zieh dich seitlich tief. Dreh mal die Arme dabei. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schließ die Beine. Bleib hier. Roll dich ein. Roll dich ein. Einrollen. Und auf. Einrollen. Und side to side. Schwing den einen Arm. Lang nach oben. Vier mehr. Wir wechseln. Schön hoch, lang strecken. Spannung in den Körper. Schön zum Wachwerden. Und zieh mal vor und zurück die Arme. Öffne mal ein bisschen zur Seite. Komm mit den Beinen etwas schmaler, komm tief und setz langsam ein Bein zur Seite raus. 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 Ran. Gut, das Ganze ein kleines bisschen schneller. Hopp. Deine Arme hältst du hier in Schulterhöhe. Öffnen, schließen. So, komm mal doppelt. 2, 2. Jawohl. 4, 3, 2. Wir kombinieren das Single, Single, Double. Einmal, einmal, doppelt. Einmal, einmal, doppelt. Bleib schön tief. Bleib aufrecht. Jawohl. Also tief in den Knien. Aufrecht im Oberkörper. Ja. So, eine Runde noch. Gut. Die letzte. So, und jetzt gib mir mal einen Leg Curl. Das heißt, du kommst mit deiner Ferse zu deinem Popo.
Beine bleiben schmal zusammen. So, hier gehen die Arme, Bizeps Curl. Die Finger entweder geöffnet oder im Wechsel, oben Faust, unten lang. Auch hier 4, 3, 2, komm doppelt. Bleib tief, ja, immer leicht in den Knien bleiben, jawohl, ja. Single, single, double, single, single, zweimal rechts, links, rechts, zweimal links, up, up, jawohl, vier mehr noch. So, Achtung, wir kombinieren anders. Wir gehen Side, double die Ferse nach hinten. Side, Side, Ferse doppelt. Single, Single, hopp. Single, Single, hopp. Eins, eins. Zweimal die Ferse. Kleine Konzentrationsübung. Hopp. Ah. Jawohl, komm, weiter. Sehr gut. Wow. Kleiner Fehler. Vier mehr davon noch. Vier. Wichtig ist, du bleibst tief. Zwei noch. Der letzte. So, komm mal hier. Knie nach außen oben. Arme lang gestreckt über den Kopf. Nimm das Knie so hoch es geht. Jawohl. Vier, drei. Auch hier gehen wir mal doppelt. Doppelt. Hopp. So, pass auf, wir gehen. Hopp. Ausstrecken. Hopp. Lang. Hopp. Kick vor. Hopp. 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 Jawohl. Vier mehr noch. Vier. Drei. Zwei. Okay, die Knie in die Mitte. Und jetzt dreht dein Oberkörper dabei. Jawohl. Ja, du kannst hier den Arm auch mit dem Handrücken hinter den Rücken schieben. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, pass auf, jetzt gehen wir wieder hier vor. Lang. Lang, jawohl. So, langsam wird mir warm. Ich hoffe, euch auch. Hopp. Wenn dir das mit den langen Beinen zu viel ist, bleib in der Beugung. Vier, drei, wir kombinieren diese beiden. Und kurz, kurz, lang, lang. Kurz, kurz, lang, lang. Komm, wupp. Jawohl. Vier mehr davon. Zieh. Zieh. Kurz. Zwei noch. Okay. Komm mal hier. Einfach immer im Wechsel mit deinem Bein nach außen. Und jetzt werde in dieser Bewegung etwas langsamer. Weit raus. Einfach zur Öffnung unserer Hüften noch ein bisschen. Jawohl. Bleib hier. Werde nochmal rund. Lang. Rund. Lang. Zwei noch.
Und der letzte. Okay, wir gehen tief, tief, hoch, hoch. Du stehst jetzt etwas breiter. Bisschen mehr als schulterbreit. Komm tief nach hinten. Steiger dich langsam. Jawohl. Tief, tief, hoch, hoch. So, 1er Rhythmus. Wir gehen tief und hoch. Gewicht weit nach hinten. Tiefe Schultern. Brust schiebt immer noch nach vorne oben. Noch 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, bleib mal hier, komm etwas schmaler, gut anspannen, von hier laufen wir in kleinen Schritten, hopp. Bleib hier und jetzt kommst du tief, tief, wechsel. Wieder hoch und rüber. Rüber. Schön tief bleiben. Und hier geht es wieder. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, wechsel. Rechts, links, ab. Und wir gehen wieder. Tief, kleine Schritte nach drüben. Und wieder. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief. Und wechsel. Ha. So, nochmal. Ab. Ab. Eine Runde noch. Tief, tief, hoch. Und wechsel direkt. Nochmal. Gut. So, wenn wir jetzt rüber gehen, heb mal deine Fersen an. Bleib. Bleib hier. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lauf noch einmal rüber. Ab, ab, ab. Ja? Schön die Fersen anheben. Und halte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setz ab. Komm hoch. Locker aus. So, wir beginnen mit einem Ausfallschritt. Rück, tief, hoch, ran. Rück, tief, hoch, ran. Rück, tief, hoch, ran. Rück, tief, hoch, ran. Nochmal. Hopp. Tief. Hoch. Ran. Rück. Tief. Jawohl. Etwas schneller. Hopp. Hopp. Gut. Tief. Hopp. Noch 4, 3, 2. Stopp. Und hier geht's wieder laufen, 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 laufen. Bleib hier. Stabilisier dich. Zieh ran und weg. 4 noch. 3, 2. Setz ab. Andere Seite. Und laufen, 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 laufen. Bleib hier. Hoch. Ha. Ha. Jawohl. 4, 3, 2. Setz ab. Nochmal. Hopp. 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 Schön tief bleiben. Bleib jetzt hier. Stabilisier dich wieder. Komm nach unten. Tief
und hoch. Tief und hoch. Hinten die Ferse, schiebt weit zurück. Ja? Weit die Ferse nach hinten schieben. Spannung halten. Schultern denken. Und bleibt dabei. Tief und hoch. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Halte deine Position. Arme hoch, tief. Hoch, tief. Sehr schön. Alles gut. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Bleib hier, das hintere Bein zieh dran und weg. So, hier haben wir alles zusammen. Beine und Po in einer Übung. Sehr gut. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Eins. Setz ab. Komm zurück. Wir laufen noch einmal rüber. Bleib stehen. Komm hier hin. Deine Position. Halte wieder. Tief und hoch. Tief und hoch. Spann hinten deinen Fuß an. So. Okay. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Bleib hier. Finde deine Position. Schieb raus. Hoch und tief. Sehr gut. Wieder halten. Denk an deine Ferse. Zieh deine Bauchdecke nach innen. Die letzten vier, drei, zwei. Bleib hier. Und jetzt Unterschenkel ran und weg. Noch vier, drei, zwei, eins. Komm hoch, locker aus. So, eine haben wir noch im Stand. Bleib wieder leicht gebeugt. Komm tief, komm hoch. Komm tief. Du darfst auch nur hier mit der Fußspitze hingehen. Tief, hoch. Tief. Oder du öffnest hier. Tief. Ah. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. So, wir bleiben dreimal unten. Drei, zwei, eins. Gut. Halte. Vier mehr. Vier. Drei. Zwei. Gut. Bleib hier. Kleine. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Locker aus. Huhu. So. Wir gehen hier wieder nach hinten. Laufen. Komm hier einmal hoch. Tief. Laufen zurück. Einmal hoch. Bleib hier stehen. Andere Seite. Wir gehen tief und hoch. Tief und hoch. Tief hoch. Und tief. Up. Tief. Up. Tief. Up. Sehr gut. Vier mehr davon. Vier. Up. Drei. Up. Zwei. Up. Der letzte. Dreier Bounce tief. Drei. Stop.
Zwei noch. Ah, der letzte. Bleib hier. Hoch, tief. Schultern, Spannung. Okay, die letzten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Puh, okay. Locker. Trink vielleicht auch einen Schluck. Dann geht's direkt weiter. Komm mal an die kurze Seite deiner Matte. Öffne deine Füße mattenbreit. Setz dich hier tief. Lauf nach vorne. Halte. Lauf zurück. Setz dich tief. Streck dich nach oben. Nochmal. Tief. Lauf nach vorne. Bring deine Knie hier tief. Noch einmal. Boden berührt nicht. Wieder hoch. Komm zurück. Aufrichten. Und tief. Lauf vor. Bleib hier. Knie. Wir bauen hier jetzt immer mehr dazu. Bleib hier. Und jetzt geht das vordere Bein. Nach vorne. Zur Seite. Zur Brust. Zur Seite. Schieb dich wieder nach hinten. Und komm wieder hoch. Komm tief. Lauf nach vorne. Halte hier. Zweimal die Knie. Ab. So. Brust. Oberarm. Brust. Oberarm. Komm wieder zurück. Tief. Schieb dich lang nach oben. Nochmal. Tief. Lauf vor. So. Knie. Und hier. Brust. Seit. Nochmal. Brust. Seit. Noch einmal. Du könntest hier dabei auch immer das andere Bein kurz absetzen. Komm wieder hoch. Schieb dich zurück. Richte dich auf. So, einmal noch, was so schön ist. Hier wieder. Tief. Lauf vor. Zweimal die Knie. Und dann hier, Mitte, Seite, Mitte, Seite. Noch einmal, Mitte, Seite, Mitte, Seite. So, komm tief, schieb dich einmal zurück. Kurze aktive Pause. Und dann roll dich wieder nach vorne. Setz deine Zehenspitzen auf von hier. Schieb dich hoch ins V, vor, rück, vor, schieb dich hoch, vor, rück. Noch einmal. So, wenn du möchtest, setz die Knie nicht ab. Komm tief, zurück, vor und hoch. Komm tief, zurück, vor. Und hoch. Einmal noch. Tief. Zurück. Vor. Und hoch. So, jetzt pass auf. Die hintere Hand legst du in die Mitte und du drehst dich auf nach vorne. Bleib hier. Du kannst, wenn du möchtest, das untere Bein ablegen. Oder du versuchst, beide gestreckt zu halten. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Beug an. Heb ab. Von hier geht es jetzt. Ziehen. Ziehen. Jawohl. Du kannst das Ganze auch immer im Unterarmstütz machen. Probier es einfach aus. Oder nimm dir ein Handtuch und stütz da deine Hand ein bisschen drauf ab. Vier, drei, zwei, eins. Komm zurück. Setz dich ab. Schieb vor. Und hoch. Okay. Vor. Rück. Vor. Und hoch. Vor. Rück. Vor. Und hoch. Zwei mehr davon. Vor. Rück. Vor. Und hoch. Eine noch.
vor, rück, vor, komm hoch. Jetzt nimmst du die vordere Hand in die Mitte und drehst dich zur Seite. Denk dran, auch hier dürftest du ein Knie absetzen oder auf den Unterarm gehen. Versuch zu halten. So, ich richte mich mal hier wieder ein bisschen. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setz ab, streck aus, bleib stabil. Zieh ab. Sehr gut. Komm. Schön weitermachen. Auch mein Rücken sieht euch. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Okay. Komm noch einmal zurück. Noch einmal abknien. Einmal vor. Einmal nach oben. Lauf mal hier. Kurz im Wechsel. Okay. Komm auf die Knie. Schieb dich mit dem Po nach hinten. Mit den Händen nach vorne. Jawohl. Okay. Gut. Roll dich auf. Füße aufsetzen. Und jetzt komm hier nach vorne. Und komm einmal hier tief. Hoch und rück. Mach das in deinem Tempo. Darf gerne auch ein bisschen schneller sein. Vor. Denk aber dran, deine Finger sind gespreizt. Deine Schultern weg von den Ohren und deine Ellbogen dicht am Körper. Und die schieben nach hinten weg. So, wir machen noch 3 davon. 3, 2. Oh, nur noch einen. Auf geht's. So. Und jetzt machst du die Füße lang und schiebst dein Becken vor, lass den Kopf hängen und dann komm mal hier in die Cobra, richtig schön aufrollen und dann komm langsam tief. So, jetzt muss ich das Mikro zur Seite machen. Stütz mal deine Hände hier etwas mehr seitlich auf. Bleib lang. Schambein drückt in den Boden und jetzt rollst du dich hier auf und ziehst dich in die Länge. Und kommst lang wieder rück. Wie so eine Welle. Aufrollen, strecken, langsam ablegen. Du arbeitest hier nicht aus deinen Händen, sondern aus deinem Rumpf, aus deiner Rumpfkraft. Bauchnabel nach innen ziehen, Rippen einziehen, hochkommen, öffnen, langsam ablegen. Noch einmal. Einrollen. Und gut. Okay, bleib hier. Streck die Arme nach vorne aus. Schultern weg von den Ohren. Heb im Wechsel. Vordere Hand, hinteres Bein. Hintere Hand, vorderes Bein an. Denk auch hier an die Rumpfspannung. Bauchnabel zieht nach innen oben. Noch 4. 3. So, dann haben wir schon fast den ganzen Körper durch. 2 noch. Der letzte. So, und jetzt bleiben beide oben. Zieh dich lang. Noch 8, 7, 6, 5. Stabile Körpermitte. Noch 3. Noch 2, 1. Okay. Bring mal den Kameraarm nach vorne. Und den anderen stützt du seitlich, beziehungsweise wir machen es erst umgekehrt, dann seht ihr es besser. Der vordere Arm, der Kameraarm stützt und der andere Arm streckt seitlich aus. Das hintere Bein schiebst du lang raus und das vordere Bein beugst du an und jetzt dreh dich einfach mal hier auf. Leg gerne den Kopf ab und schau mal, wie weit du mit dem Bein kommst. Das kann auch in der Luft hängen. Wichtig ist, dass du hier öffnest. Der Oberschenkel schiebt raus und deine Bauchdecke ist immer noch aktiv. Halte hier. Sehr schön. Noch 4, 3, 2, 1. Komm langsam nach vorne. Dreh dich. Vorderer Arm ist gestreckt. Hinterer Arm in Brusthöhe. Vorderes Bein ausstrecken. Hinteres anbeugen. Und dann komm hier, soweit es dir möglich ist, rum.
aktive Bauchdecke. Schieb hier dein Knie raus, dass du Länge bekommst in der Hüfte. Spannung hier, damit dein Rücken geschont ist, geschützt ist. Und halte. Bleib stabil. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm langsam zurück. Okay. Setz die Hände hier wieder neben deine Brustlinie. Knie in den Boden, Füße aufstützen, Unterbauch aktiv. Komm hoch. Kreuze, wenn es dir möglich ist, deine Beine oder komm über die Seite in den Sitz. So, da sind wir wieder. Ganz kurz noch ein bisschen Bauch. So, mir ist warm heute. Ein gutes Zeichen. Brust nach oben, Bauch fest. Leg mal die Hände hier auf die Brust. Komm so weit zurück, dass du dich immer noch aufrichten kannst und der Bauch stabil ist. Füße fest. Und dann dreh dich mal nach vorne, Mitte, hinten, Mitte. Drehen. Drehen. Jawohl. Finde da deine Position. Lange Brustwirbelsäule, tiefe Schultern, langer Nacken. Jawohl. Noch 4, 3, noch 2, der letzte, so, hoch, ab, lang, ab. Hier bleibst du ganz stabil, dein Bein streckt sich immer aus und zieht wieder zurück. Jawohl. 4 noch, 3 noch, 2 noch. Okay. Komm mal für einen Moment, nimm deine Beine hoch. Halte hier immer noch. Sehr schön. So, und jetzt roll langsam zurück. Nimm deine Beine mit. Und genieße es, auf dem Boden zu liegen. Und der Olli ist so super, der weiß schon, dass es jetzt ruhiger wird. Macht für uns schon eine ruhigere Musik. Großes, großes Lob an ihn. So, streckt euch mal aus. Genießt das Training, was ihr jetzt hinter euch habt. Gute Leistung, sei stolz auf dich. Und jetzt genieße noch ein paar Minuten einfach das ruhiger werden. Stell deine Beine mal auf. Stell sie mehr oder ungefähr mattenbreit, deine Arme streckst du aus. Und dann lässt du deine Knie ganz sanft nach rechts und links Richtung Boden sinken. Lässt deine Atmung fließen, gerne darfst du hierbei auch immer deine Augen schließen. Dein Körper beginnt jetzt dein Training zu reflektieren, das, was er erlernt hat, umzusetzen. Und dich auch wieder ein bisschen runterzufahren. Auch das ist immer ganz wichtig. Gib dir danach immer ein paar Minuten Zeit für dich und deinen Körper. Komm zurück in die Mitte. Zieh die Beine nacheinander ran. Greif gerne in die Kniekehle, wenn es geht. Wenn du möchtest, kannst du die Beine auch überkreuzen. Und dann setz dich nach oben auf. Komm über die Seite, kurz in den Vierfüßler und streck mal, setz mal dein hinteres Bein auf und dann streckst du dein vorderes Bein nach hinten weg. Achte darauf, dass du hier einen großen Schritt hast, also dass das der Fuß wirklich unterm Knie oder sogar davor steht, dass du hier gut Platz hast für deine Hüfte, um tief zu kommen. Öffne deine Brust. Wenn du möchtest, drehst du dich nach hinten zum gebeugten Bein. Schieb dich hier wieder weit raus aus dem Arm. Und wenn du dann immer noch möchtest, dann greif mal hier hinten dein hinteres Bein. Kein Muss. Einfach nur schauen, ob es geht. Du könntest auch ein Handtuch dazu nehmen. Und bleib mal kurz hier in der Position. Schieb dich hier auch noch in die Länge.
Es ginge auch, wenn du nicht drankommst, dass du es einfach anbeugst und hier tief kommst. Wichtig ist, dass du jetzt oben nicht kurz wirst, nur um zu versuchen, an deinen Fuß zu kommen. Probier es aus. Und dann komm langsam zurück. Schieb dich einmal nach hinten, schieb vorne die Ferse weit raus, komm auch hier mit der Brust weit nach vorne. Spreize deine Finger. Dein Knie hier im vorderen Bein muss nicht gestreckt sein, das darf gebeugt sein. Du versuchst, den Sitzbeinhöcker nach hinten und die Ferse nach vorne rauszuschieben. Und dann kriegst du hier genug Spannung. Lieber nicht durchdrücken und verriegeln das Gelenk, sondern wirklich mit der Muskulatur arbeiten. Komm vor, wechsel. Setz das vordere Bein auf, schieb das hintere Bein raus. Der Fuß ist lang. Du stützt dich mit der hinteren Hand gut auf, die Finger sind wieder gespreizt und lass die Hüfte, soweit es dir möglich ist, nach unten hängen. Und dann dreh dich jetzt nach vorne zum gebeugten Bein hin. Entweder bleibst du hier oder du schaust, dass du das Bein anbeugst oder vielleicht sogar hier greifen kannst. Aber versuch dabei aufrecht zu bleiben. Ja? Es reicht auch hier an der Ferse. Vielleicht manchmal geht es sogar ganz gut, wenn man das Hosenbein greift. Das ist auch schon so eine Hilfe. Und dann halte hier. Sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Wie gesagt, immer stolz sein auf sich. Es ist dein Training. Du machst das nur für dich. Belohne dich dafür. Hier los. Komm nach hinten. Setz dich so weit zurück, wie es geht. Schieb vorne die Ferse, hinten den Sitzbeinknochen raus. Öffne deine Brust, werde weit. Sehr gut. Und dann komm nach vorne, stütz dich auf, komm nach oben und kreis nochmal deine Handgelenke. Wir haben heute doch einiges im Stütz auch gemacht, so dich hier ein bisschen lockern kannst. Sehr schön. Dann atme ein und aus. Ein und aus. Noch einmal ein und aus. Und bleib oben, atme ein. Bring deine Hände zusammen. Zieh sie nach vorne zu deiner Brust. Und vielen, vielen, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, es geht euch gut. Genießt die Zeit. Genießt dein Training. Und bis auf ganz bald. Tschüss.